Manchmal traut sich die Filmförderung und unterstützt einen Experimentalfilm. Und mit dem Film Schicht haben sie einen echten Treffer gelandet. Die intelligente und eindrucksvolle Montage von Alex Gerbulet hat international Preise abgeräumt und ist nun mit dem Kurzfilmprogramm Nordshorts auf Kinotour. Dabei ist der Film alles andere als leicht. Die Filmemacherin hat sich tief in die Schichten der eigenen Familie, der deutschen Geschichte und der Stadt Salzgitter gegraben. Hier ist Schicht. Rudolf Gerbulet läuft durchs Haus, durchs Leben, in die Zukunft und zurück. Den Soundtrack dazu singt Alexandra. Rudolf hat seine erste Tochter nach ihr benannt. Bürgerlicher Name der Sängerin Doris Treitz. Großer Durchbruch 1967. Rudolf Gerbulet arbeitet. 1967. Unter Tage. Nacht. Schicht. Schacht. Salzgitter. Schacht Konrad. Der Boden wird ausgehöhlt. Mit dem Abraum wird die Zukunft gebaut. Stahl und Beton, Arbeit und Stadt. In 1000 Metern Tiefe. Strahlende Zukunft. Alexandra singt. Denn solange ein Mensch noch träumen kann, wird sicher irgendwann ein Traum ihm in Erfüllung gehen. Juli 1972. Doris und Rudolf lernen sich kennen. Doris hat Geburtstag. Sie wird 21 Jahre alt. Guten Morgen. Es ist 7.30 Uhr. Sie wollten geweckt werden. Im Fernsehen läuft eine Sendung über die Zukunft im Jahr ihres Todes. Alexandra, du hast einen Film über deine eigenen Eltern gemacht und deine Geschichte. War das für dich ein natürlicher oder ein ganz schwieriger Schritt? Also hat es lange gedauert oder war es einfach total klar, dass du es mal machen möchtest? Es war klar, dass ich das machen will und es war trotzdem sehr schwierig. Also es geht auch beides. Okay. Also klar war es insofern, als ich in dieser Stadt ja auch geboren bin, ich wollte was über die Stadt machen. Das war so der erste Ankerpunkt eigentlich. Und dann habe ich mit meinem Vater viel gesprochen und er war so der Erste, der mir auch Zugang zu bestimmten Archiven gegeben hat. Mhm. Andere Sachen kamen erst später, also eigentlich war die persönliche Geschichte immer im Vordergrund. Und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Herangehensweise oder etwas, was mich daran auch getriggert hat. Und deshalb war das ganz natürlich einerseits, dass meine Familie da eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Ich habe am Anfang vielleicht gedacht, na gut, das ist möglicherweise erstmal nur der Zugang. Und dann ist die Familiengeschichte aber geblieben und ist letztendlich der rote Faden für mich geworden, der dann auch diese Stadtgeschichte, die ich da erzähle, auch klammert. Also es gab so verschiedene Bewegungen. Es war nicht von Anfang an klar, dass es so eine ganz dominante Rolle spielen wird. Okay, aber es hat sich einfach entwickelt, ne? Es hat sich entwickelt dahin und letztendlich ist es eine persönliche Geschichte, aber es war für mich dann auch so eine Beispielgeschichte und in die Geschichte habe ich auch so ein paar Geschichten mit eingeflochten, die eigentlich von jemand anderem erzählt wurden. Die habe ich dann aber auch zu dieser Geschichte mit dazu gesponnen. Es sagt was Generelles aus, über eine bestimmte Generation, oder? Also eine bestimmte Zeit, über ein bestimmtes Milieu. Was ist das, was du da gern anfangen möchtest? Ich glaube, ich bin da irgendwann im Prozess drauf gekommen, dass mich eigentlich diese erste Nachkriegsgeneration am meisten interessiert hat. Also der historische Bogen geht ja von den 30ern bis so mit in die Zukunft, mit was passiert eigentlich mit diesen Bergwerken in Salzgitter. In 2020, 25, wenn da radioaktiver Müll gelagert wird und so an die Anfänge. Und die Klammer ist eben meine Familie und da hat mich eben besonders diese erste Nachkriegsgeneration angefangen zu interessieren im Rechercheprozess und die Frage danach, wie richten die sich eigentlich ein in diesen ganzen Sachen, die von der Geschichte so als Spuren in der Stadt, in der Architektur, in der Landschaft da sind und wie gehen die eigentlich damit um? Das ist dann irgendwann so eine Kernfrage eigentlich geworden. Und der nächste Schritt ist ja dann zu sagen, also du hast den Film ja gemacht, also du wolltest da für dich ja bestimmt auch was herausziehen und wir können da was für uns herausziehen. Mhm. Warum ist das wichtig, dass man diese Zeit und diese Generation der Eltern versteht oder dass man versucht, da ranzukommen und das nicht einfach so ignoriert als uninteressante Vergangenheit? Mhm. Naja, es ist einerseits so eine Sache, an der man sich ja immer so ein bisschen abarbeitet, vielleicht auch unbewusst oder so.
Bestimmt. Und jeder wahrscheinlich, ne? Und jeder wahrscheinlich auf die eine oder andere Art. Und da ich viel in meinem Leben mit so Bewegung des Weggehens zu tun hatte, also so ich vielen Dingen auch immer ausgewichen bin, war das für mich ein interessanter Prozess, mich dieser Stadt und auch dieser Geschichte mal so zu stellen und zu gucken, was passiert. Ich weiß gar nicht so genau, ob es ein Verstehensprozess am Ende geworden ist, aber es ist auf jeden Fall eine Auseinandersetzung. Ja. Und die war schon mal auf jeden Fall sehr produktiv, würde ich sagen, für mich. Rudolf arbeitet unter dieser Stadt. Rudolf arbeitet in dieser Stadt. Rudolf läuft durch diese Stadt. Ortsrand, Ortsmitte, Ortsrand, Ortsmitte, dazwischen Straßen. Alle Straßen führen zur Arbeit. Rudolf entscheidet sich für das in Salzgitter neu gebaute Volkswagenwerk. Gute Bezahlung, Aufstiegschancen, Zukunft. Und dann war es mein Vater vor allen Dingen, der den Film gesehen hat. Das war mir natürlich total wichtig. Der hat eine ganze Weile gebraucht, bis er ihn dann angeguckt hat. War das aufregend? Es war für mich aufregend, weil ich schon, er war die ganze Zeit ja auch beim Drehen dabei. Man sieht ihn ja auch im Film, wie er, also der hat sich so ein bisschen reingeschlichen. Das war gar nicht unbedingt geplant, aber es war dann für uns ein guter Prozess da, gemeinsam zu filmen, und deshalb war es mir wichtig, was er dazu sagt. Und ich war auch ein bisschen nervös, weil er wusste zwar immer, was ich vorhabe, aber es ist ja schon sehr exponierend auch durchaus. Auf jeden Fall. Ja. Und er war zum Glück da, hatte, ich glaube, er fand es eher irritierend, weil er viele Sachen formal nicht verstanden hat, aber inhaltlich war er zumindest jetzt nicht. Er meinte irgendwie eher so ein bisschen so, ja, es ist jetzt nicht so ganz sein Cup of Tea, so ungefähr, aber du wirst schon wissen, was du machst, und offensichtlich kommt es ja gut an. Also. Sehr ehrlich, cool. Ja, ja, der ist sehr ehrlich, also das ist auch sehr angenehm. Und unser Deal war im Rechercheprozess oder im Machen, dass ich immer ihn gefragt habe, und er hat gesagt, naja, das ist dein Film, du machst das, wenn du das machen musst. Ja. Und ich habe ihm dann angeboten, dass ich die Geschichte so schreiben werde, dass da auch fiktive Elemente drin sind. Ja. Und er kann sich dann, wenn wir den mal gemeinsam vorstellen, immer live aussuchen, was er sagt, was wahr ist und was nicht. Ja. Also dass es so eine Möglichkeit gibt für ihn auch immer zu sagen, das hat meine Tochter alles erfunden. Ja, sehr gut. Sehr schlau. Ich habe noch eine, was mich sehr interessiert daran ist, das zeigt ja auch, dass, sagen wir mal, selbst für den, der beteiligt ist, diese Form von Medienkunst schon etwas zu entfernt ist. Und das Publikum ist ja sehr klein. Oder es ist einfach so. Ne? Es ist nicht so kein breites Massenpublikum, das das erfreut. Und dennoch sind diese Filme ja wichtig. Das Film- und Medienbüro zum Beispiel, auch das EMAV, fördern ja, dass man diese Filme sehen kann. Ja. Und wie wichtig ist das für dich so als Filmemacher, dass es das gibt? Also es war enorm wichtig, auf jeden Fall. Also schon die Förderung damals durch die Nordmedia war zum Beispiel total wichtig. Und auch seit das Film- und Medienbüro, die den Film mit aufgenommen hat, auch zum Beispiel in das Kinoprogramm. Also das ist sehr ungewöhnlich für Kurzfilme, eine Festivalauswertung. Klar, es gibt eine sehr gute Festivallandschaft in Deutschland, das ist gar nicht das Problem. Aber eine Kinoauswertung für einen Kurzfilm zu kriegen, ist sehr schwierig. Und da ist das, was das Film- und Medienbüro da macht mit der Kurzfilmrolle, zum Beispiel eine total großartige Sache. Oder auch, dass sie dann irgendwie für uns verhandeln oder Anfragen stellen fürs Fernsehen und so weiter. Das ist alles überhaupt nicht selbstverständlich. Also die Kurzfilme werden gefördert und sie werden gemacht und sie werden gezeigt. Aber dass sie dann sozusagen in diesen mehr populären Medien, wie eben Kino, das ist tatsächlich eine ungewöhnliche Sache. Und da sind die total großartig. Ja, ja, schön, dass das dann bei dir geklappt hat. Ja. Herzlichen Dank für deinen Film und das Gespräch. Ja, danke.